Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Review, Gaming Booster Review. Heute zum anderen Tag, wie versprochen, gestern ging es einfach nicht. Beziehungsweise am Sonntag habe ich das noch nicht hochladen können. Wie gesagt, nicht böse sein, heute gibt es die versprochene Review zum G-Fuel. Ja, Freunde, ich habe für euch das Produkt einmal getestet. Ich habe es aus Amerika von Team K. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht welches. Das ist es auf jeden Fall, die Twisted Candy Variante. Es gibt zum Ende des Videos, da ungefähr werdet ihr die Ergebnisse sehen. Wir werden nach den gleichen Kriterien wieder beurteilen, wie wir es sonst auch immer machen. Das heißt, wir gucken uns den Geschmack an, wir gucken uns den Preis an, wir gucken uns die Wirkung an, die Inhaltsstoffe. Und dann natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wollen wir eigentlich nicht lang schnacken, wir fangen mal mit den Inhaltsstoffen an. Ich finde, wie gesagt, die Inhaltsstoffe sehr interessant. Sie sind ein bisschen anders als die deutschen Produkte. Und wir haben hier keinen Zucker enthalten, was ich sehr gut finde. Wie gesagt, hier sind 0 Gramm Zucker, davon eben totale Carbohydrates, wie es hinten drauf steht. Leider alles auf Englisch. Das heißt, wenn ihr das nicht ganz versteht, deswegen guckt euch das Video einfach an, dann werden wir die ganzen Sachen einfach mal durchgehen. Wir haben hier drin Vitamin C, Vitamin E, Niacin, B6, B12 und dann noch ein bisschen Salze. Und dann gibt es noch, was ich sehr gut finde, die Aufteilung zwischen Fokuskomplex und Energiekomplex. Wie gesagt, Grüße gehen raus, vor allem an Stylus, der sich gewünscht hat, dass ich diese Sache mal review und die Sachen insgesamt feiere. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. Ich werde das Ganze auch nochmal testen in einem anderen Umfeld. Wie gesagt, bei den anderen Boostern habe ich das auch gemacht, einfach um grundlegend, weil viele Leute gesagt haben, hey, das kannst du nur fürs Gaming nutzen. Das ist nicht so, man kann es auch eben, wie gesagt, fürs Sport nutzen, wenn man da ein paar Sachen dazu tut oder weglässt. Aber da können wir nochmal ein besonderes Video zu machen. Der Energiekomplex, da ist Taurin drin, L-Citrullin eben in der höherwertigen Variante, eben Citrullin-Malat. Koffein sind 150 Milligramm für eine Serving drin. Glucuronolacton ist da noch drin, ein super tolles Wort. N-Acetyl-Kreatin in der HCL-Variante, Velvet Bean, Mucuna Puriens, Seed Extract. Das ist die Energiematrix, sind ungefähr 1,85 Gramm von dem ganzen Ding. Eine ganze Portion hat 7 Gramm. Zu der Portionierung komme ich auch gleich nochmal, weil das ist sehr interessant, finde ich nämlich ein ganz cooler Aspekt an diesem ganzen Produkt, das seht ihr auch gleich. Und dann haben wir noch einen Fokuskomplex, das ist L-Tyrosin, Kyolin-Biotrat, N-L-Acetyl-L-Tyrosin, Adenosin-5-Triphosphat-Diodium-Salt, das ist ATP. Das ist im Endeffekt das, was der Körper benötigt, Kontraktion der Muskeln im Endeffekt, beziehungsweise eben, ja, Kontraktion im Fibrillen wird dadurch begünstigt, beziehungsweise wird dazu benötigt. Und dann haben wir noch Tuthead, Kubums, Areal Parts Extract und Bacopa Leaf Extract. Also nur ein paar so eine Sachen sind L-Tyrosin, Kyolinbitrat und N-Acetyl-L-Tyrosin. Und ich glaube, ATP ist auch noch ein bisschen mehr drin. Finde ich von der Matrix her sehr gut, weil ich eben die Koffeinanzahl sehr gut finde. 150 Milligramm ist nicht ganz so stark, ist ganz normaler Monster Energy Drink, der hat auch 150 Milligramm, hier wie gesagt auf 7 Gramm. Kommen wir also mal ganz kurz zu den wichtigsten Stoffen. Das hatte ich ja gerade schon, das ist Taurin, Citrullin, Malat, Koffein, L-Acetyl-L-Carnitin. Dann haben sie noch Mucopurien, darauf gehe ich auch nochmal rein. Cholin, L-Citrullin. Das heißt, wir haben hier eine komplette Booster-Matrix, wie man sie auch vorfinden würde in einem ganz normalen Fokus-Booster, der zum Beispiel ein bisschen Fokus und Pump hat, was auch im Fitnessbereich gehen würde. Die genaue Aufteilung habe ich mir nicht genau angeguckt. Gibt es hier leider auch nicht, was ich schade finde, denn die Aufteilung von der Energiekomplex-Matrix zu der Fokus-Matrix hätte ich gerne gewusst, besonders wie viel Anteil L-Tyrosin und Taurin hier drin ist. Ich glaube aber, dass Taurin mehr drin ist als L-Tyrosin und daher auch die schlechtere Form. N-Acetyltyrosin ist in der Verhältnis wahrscheinlich ein bisschen mehr 2:3, das heißt, hier haben wir auf die billige Variante angenommen. Der Fokus an sich, wie gesagt, kommen wir später nochmal zu. Ich gehe nochmal einzeln die ganzen Bausteine durch. Wenn ihr die ganzen Sachen von der Review allgemein sehen wollt, dann könnt ihr einfach mal oben auf die Playlist gucken. Da könnt ihr einfach mal die ganzen Sachen anstellen. Ich werde auch nochmal ein Video zu den ganzen wichtigsten Sachen machen. Und ganz klarer Teaser hier, Hashtag Booster zum selber machen. Einfach mal ab in die Kommentare, dann stelle ich euch mal vor, wie man Booster beispielsweise selber kreiert und ein bisschen Geld spart. Wie gesagt, die Ingredients finde ich sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, Koffein hätte man vielleicht noch ein bisschen höher dosieren können. Hier für L-Theanin würde ich auch vielleicht noch ein bisschen, finde ich nicht schlecht.
schlechter ist, wenn man es drin ist. Dann hat man hier eben Taurin, eben diese Aminosäure, die eben zu Fokus helfen soll, genauso wie eben so ein bisschen antioxidativ ist. Citrullin ist eine Aminosäure, wie gesagt, durch Blutung. Da genauer Studien gibt es da auch nicht. In der Kombination mit Cholin bzw. L-Carnitin, das ist so ein bisschen metabolistisch gewirkt, das heißt, der Kreislauf wird so ein bisschen angeregt. Und dadurch kommt es einfach dazu, dass man einfach insgesamt mehr, dass der Körper ein bisschen aktiver ist, das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne wird erhöht, weil der im Körper eben nicht runterfährt. Koffein ist, glaube ich, klar, muss ich nicht weiter erklären. Mucuna puriens, auch so Muskelrelaxat ist, also nicht ganz. Studien sagen so oder so, ob es dann wirklich in der Form, wie viel das auch drin ist, jetzt wirklich was hilft, weiß man nicht genau, soll auch gegen Muscle Soreness wirken. Also das heißt, im Endeffekt ist hier so ein bisschen antioxidative Sachen drin, Anti-Stress-Sachen und eben ein bisschen, was die Durchblutung fördert, als auch die Fokus-Matrix, das heißt, also ein gesamtes, rundes Produkt, was ich finde. Man muss dazu sagen, wie gesagt, der Geschmack und die Verpackung finde ich allgemein sehr gut gewirkt. Candy ist das hier. Ist relativ schlicht gehalten, nichts Besonderes, nichts Großes, ist typisch amerikanisch, nicht gerade besonders gut gefertigt, ganz normaler Wraparound hier, kein Imprint, relativ einfach gehalten, eigentlich ganz gut, ist ja typisch amerikanisch, ist Energy, Focus, Endurance und Reaction, man sieht genau, wie viele Servings drin sind, auch witzig gemacht, finde ich hier oben diese mit dem Löffel. Und jetzt kommen wir auch zur Verpackung, was ich sehr gut finde, wir haben hier im Vergleich zu vielen anderen Boostern, haben wir hier ein Trockenpäckchen drin, dieses Trockenpäckchen hilft auf jeden Fall daran, dass diese Verkleidung, also wenn du zum Beispiel in Glycerin als Füllstoff oder ähnliches drin ist und du Aminosäuren etc. und da kommt ein bisschen Flüssigkeit dran oder es zieht Feuchtigkeit, verklumpt das Ganze. Das heißt nicht, dass ihr es wegschmeißen müsst, aber es ist, lässt sich nicht mehr so einportionieren. Deswegen großer Pluspunkt auf jeden Fall dafür. Die Befüllmenge seht ihr jetzt ganz, ist okay. Aber jetzt kommen wir zum Highlight und das finde ich zum Beispiel sehr gut. Hat man zum Beispiel, ich muss das hier mal kurz leeren, hat man zum Beispiel hier eine Flasche, kann man mit diesem kleinen Ding das super in diese Flasche befüllen. Finde ich einen super Pluspunkt. Man kann dieses Hütchen auch oben abmachen. Dann sieht das Ganze so aus und man kann es ganz normal weiterverwenden. Finde ich Weltklasse, muss ich ehrlich sagen. Da hat jemand echt mitgedacht. Finde ich eine super Sache. Gibt es einen ganz großen Pluspunkt auf jeden Fall. Kommen wir mal zu der Wirkung und zur Löslichkeit. Die Wirkung ist sehr angenehm. Es fehlt mir, wie gesagt, das leichte L-Theanin. Die Bekömmlichkeit ist auch gut. Die Fokusmatrix ist angenehm. Sie ballert eigentlich komplett raus aus dem Leben, was aber sehr schön ist. Das heißt, eine relativ homogene Sache. Und ich finde auch, was von der Wirkung her, dass man sich eher Gedanken macht, ja, ey, wir gehen erstmal ein Level tiefer. Da nämlich diese Leute, die konsumieren das Produkt vielleicht täglich. Und da wäre zum Beispiel 250 Milligramm Koffein oder 400 wie bei Sec Plus, einfach viel zu viel Koffein. Das heißt, ich finde mit 150 Milligramm Koffein bei 7 Gramm Portion finde ich das eine gute Sache. Man muss es nicht ganz hochschrauben, man kann auch ein bisschen weniger nehmen. Dann hat man so 100 Milligramm mit ein bisschen Vitaminkomplexen, dazu L-Tyrosin, L-Carnitin, ein bisschen ATP und so weiter und so fort. Ist es ein sehr rundes Produkt, was einen normalen kleinen Putsch gibt und ich glaube auch in der Form, wenn man es auf den leeren Magen nimmt, was ich getan habe, einen guten Pump auch beim Training gehabt durch diese ganze Sache. Das kann aber auch, wie gesagt, am Reis, wenn sie nicht davor gegessen haben, liegen. Und grundlegend die Fokusmatrix finde ich sehr angenehm. Also ich muss sagen, von der Wirkung her kommt es an Level Up ran und putscht einen nicht ganz so krass aus wie die Sec Plus Sachen und nicht ganz so extrem wie die Sachen von TryHard, die ich nicht ganz so gut bekomme, obwohl die insgesamt Ingredients deutlich besser sind als bei den anderen. Was ich einen Abzug finde auf jeden Fall ist, dass man nicht genau sagen kann, wie viel hiervon drin ist. Es wird auf jeden Fall nicht ganz 3 Gramm sein, sondern man hat eher ein bisschen weniger, weil die Portion ja insgesamt 7 Gramm ist. Das heißt, man hat hier L-Tyrosin auf jeden Fall nicht so viel drin, was ich schade finde. Geschmacklich, kommen wir zum nächsten Teil. Geschmacklich finde ich es genauso, wie es riecht. Es riecht ein bisschen verbrannt und so ein bisschen im Candy süßlich. Das ist halt, wie man sich eben vorstellt, diese Twisted Candy. Genau so stelle ich mir das halt vor. Nicht ganz so teuer, relativ billig, lecker, süß. Aber ich muss dazu sagen, ich finde es okay im Verhältnis zu vielen anderen. Ist es nicht ganz so süß. Und man kann es hier auch ein bisschen weniger portionieren. Ich würde also empfehlen, so 750 Milliliter ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe das, wie gesagt, immer in der gleichen Portion in diesem Glas gemacht, wie ihr es auch gesehen habt. Die Löslichkeit im Allgemeinen ist gut bis okay, bildet sich einfach so eine Restmasse. Durch Shaken, glaube ich, wird das weggegangen sein. Bei den anderen haben wir aber genau die gleichen Rückstände, deswegen kann man hier keine wirklichen Abzüge geben. Preis-Leistung gibt es einen ganz großen Abzug, denn G-Fuel muss man ja aus den USA bestellen. Das heißt, man hat relativ hohe Kosten zur Lieferung. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, insgesamt war ich bei 75 US-Dollar. Das ist schon extrem viel. Das lohnt sich also erst dann, glaube ich, wenn man relativ viel bestellt, so um die 800 Euro so gefühlt. Das heißt,
Meines Erachtens ist das für Deutsche leider noch nicht erschwinglich genug, aber ich finde es ein super Konkurrenzprodukt und das waren sie auch im ersten am Markt. Insgesamt also da auf jeden Fall klare negative Punkte. Kommen wir also mal zur Gesamtbewertung. Fangen wir an mit den Inhaltsstoffen. Die Inhaltsstoffe muss ich persönlich sagen, einfach aus der Erfahrung her, wie die Zielgruppe ist. Einen Abzugspunkt gibt es eben von der Verteilung her. Sonst würde ich einfach glatte 9 von 10 Punkte geben, weil es ein relativ guter Allround-Booster ist mit vielen Vitaminen. Also antioxidativen Vitaminen, Vitamin C, E, B12 für die Durchblutung. Dazu eben aufgeteilte Energie- und Fokusmatrix mit L-Tyrosin, L-Carnitin, L-Citrullin, Taurin. Also das gesamte Portfolio von Aminosäuren bis auf L-Theanin. Deswegen kann man hier streiten, ob man 9 oder 8,75 gibt, aber ich bin der Meinung, dass es eigentlich relativ gut ist. Dann hat man eben, wie gesagt, auch noch eine antioxidative Matrix. Ist also sehr, sehr ausgeklügelt und ich glaube auch mit eins der besten Aufteilung her, was ich von den Boostern her finde, besonders wenn man sagt, 150 Milligramm Koffein ist okay, man hat eine leicht aufputschende Wirkung, besonders wenn es eben die Minderjährige nehmen, was ich euch ja wie gesagt nicht ans Herz lege, weil es einfach, man braucht es nicht, aber man kann es eben sowohl als auch nehmen, sowohl fürs Fitness als auch fürs Zocken oder ähnliches. Wenn man einfach einen Kaffee nicht trinken mag, weil man eben auf so Süßgetränke steht, dann ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Inhaltsstoffe, Löslichkeit habe ich 8 von 10 möglichen Punkten, weil sich eben unten so ein paar Sachen geben. Geschmacklich 7,5 möglichen Punkte, weil es nicht so ist, ja eine persönliche Note. Ich kann nicht sagen, was die anderen sind. Watermelon fand ich eigentlich sehr gut. Da würde ich es eher ein bisschen mehr geben, aber trotzdem 7,5. Geschmacklich muss ich einfach sagen, ist okay. 8 von 10 möglichen Punkten, weil ich so ein Average aus Watermelon und Candy, Twisted Candy nehme. Und dann Preis-Leistung ist ganz klar für mich 5 Punkte von 10, da man eben sehr hohe Kosten aus den USA hat, so um die 14 US-Dollar und dann auch noch Wechselkurs, der zwar ein bisschen zur Vergütung steht, aber ich hatte 70 Euro bezahlt für ein Starter-Kit und eben einmal hier 40 Servings für das G-Fuel Twisted Candy. Wirkung finde ich 8, muss man so oder so sehen. Weil ich, wie gesagt, ich mag das eher, wenn es so unterschwellig ist, so leicht auf das Normalniveau anhebt und nicht ganz so aus dem Leben kickt und danach bricht man ein, sondern ich finde es eigentlich ganz entspannt, wenn man so ein bisschen anhebt und danach finde ich das einfach okay, wenn man, ist wie ein normaler Kaffee, man hat nicht das Gefühl, dass es einem komplett aus dem Leben nimmt, sondern eben ein bisschen dieses leicht motivierende. Finde ich hier sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Insgesamt gibt es dann knapp 8 von 10 möglichen Punkten. Das heißt, dieses Produkt reiht sich ein bisschen weiter darunter ein. Insgesamt gibt es dann 7,6 von möglichen Punkten, also 7,5. Ist eine gute Wirkung, aber wie gesagt, ein ganz großes Manko. Meines Erachtens 5 von 10 hätte man auch vielleicht noch weniger machen können. Ist einfach, sind die Versandkosten und insgesamt die Lieferzeit ist einfach absolut, ja, okay, schwierig. Also es ändert jetzt nichts daran, dass das Produkt nicht schlecht ist. Aber wie gesagt, es ist nicht in Deutschland und ich finde gesagt, die 2, 3 Gimmicks, die hier drin sind, einfach super. Wie zum Beispiel dieses Absorbant-Päckchen und dieser kleine Deckel, wenn man es in Trinkflaschen füllen findet, finde ich absolut Weltklasse. Können sich die deutschen Hersteller absolut was abfahren gucken. Kann ich nur, wie gesagt, wieder mich wiederholen. Und wenn euch so eine Reviews wieder gefallen hat, dann würde mich echt über eine Bewertung freuen. Bleibt also dran, wir werden nächste Woche noch eine andere Sache testen. Ich teaser es schon mal. Das ist der God Mode von Gamer Subs. Wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit testen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, ist kostenlos, aktiviert die Glocke und ich würde mich über eine Bewertung freuen. Schreibt sehr viele Kommentare in die Kommentarsektion und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Jungs und Mädels, haut da rein. Ciao.